in Zukunft nicht wenigstens eine Freisprechanlage im Auto installiert hat, der muss blechen. Und das ganz schön. Das wollen unsere Verkehrsminister aus den verschiedenen Bundesländern hier in Deutschland beschließen. Und das ziemlich bald. Aber Judith, du brauchst dir keine Sorgen machen. Mit deinem Spielzeug-Handy darfst du schon weiter telefonieren, nicht wahr? Das benutze ich ja auch nur als Feuerzeug. Das ist ja nur eine Attrappe, weil man muss ja wichtig aussehen. Es ist ja ganz wichtig in der heutigen Zeit, so ein Ding bei sich zu führen. Und da hört man sogar das Geplätschere vom Regen. Also heute bin ich ganz, ganz zufrieden, hochzufrieden sogar, was unseren Sound hier bei Außerkontrolle anbelangt. Das ist ja unglaublich, was hier geboten wird. Da hört man nicht nur den Sound, den die Autos produzieren, sondern man lässt sogar die Natur zum Zuge kommen. Robert, meine Herren, das war temporeich. Um Gottes Willen. Das hört man noch in der Zeitlupe, habe ich auch noch nie persönlich mitbekommen. In der Zeitlupe noch diesen Crash. Also, der hat es in sich gehabt. Crash Nummer 1 für mich.